Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Wir werden heute nochmal auf Sand gebaut neu planen. Wie werden wir das Ganze machen am besten? Tong werden wir versuchen in die Luft zu sprengen mit seiner eigenen Öllampe, Wasserpfeife, was auch immer. Und Mathieu Mendola werden wir versuchen durch einen Prank-Anruf zu erledigen. Und da müssen wir nur gucken, wo wir die Dokumente herbekommen. Die müsste ja man... Dola verkauft die, oder? Glaube ich, da müssen wir da mal gucken. Kann sein, dass ich mich jetzt irre. So machen wir das. Wir werden Dietrich mitnehmen und ein tödliches Gift. Denke ich ja doch, das dürfte ganz gut hinhauen. Wir brauchen wahrscheinlich zuerst einen Leibwächteranzug. Und einen Schraubenzieher werden wir brauchen, den Schrauben... Schlüssel vielleicht auch, da müssen wir mal schauen. Den Leibwächteranzug sollten wir bekommen. Welcome to Marrakesh 47. Mendola has just arrived. He is unaware of Kong's secret meeting location, but we know that Kong is hosting a lavish party at the Shisha Cafe and we suspect the meeting will take place nearby. Good luck 47. Den Leibwächteranzug sollten wir uns relativ easy holen können. Denn wir wissen ja, einem der Leibwächter geht es nicht so gut, ne? Oh, nicht anrempeln. Der Typ reagiert ein bisschen empfindlich, wie wir aus der Beschreibung wissen. Ich weiß nicht, ob er auch auf Anrempeln, oh, ich kann in die falsche Richtung, empfindlich reagiert, aber wenn irgendwas seinen Tagesablauf durcheinander bringt, ne, dann ist er leicht zu verstören. Vielleicht bezieht sich auch das darauf, auf den Wahrsager. So, und wir müssen mal, beziehungsweise ich muss gucken, ihr wisst das im Zweifelsfall schon besser als ich, wo der sich befindet. Ich will mal gucken, ob es hier hinten irgendwo Schraubenzieher gibt, die rumliegen. Aber hier wahrscheinlich nicht, ne? Ja, tut mir leid. So, da hinten, wo der Typ telefoniert, da müsste der Leibwächter sein, dem es nicht so gut geht. He's in a bad state. There's no way he can meet with our guest. Oh God. No, I don't have a clue what he looks like. You need to send someone. Listen, he is sick. Ach so, die sollen Mendola abholen? I think he needs a doctor before he craps himself. Und der hier weiß aber gar nicht, wie der aussieht. Roger that. I'll stay with him. We'll call if he really needs a medic. We'll do. Er bleibt bei ihm. Ha, ungünstig. Ich dachte, wir kommen ja relativ einfach an einen Anzug ran. Aber er geht. Na, die Gelegenheit nutzen wir doch mal spontan. So, der sieht uns natürlich komplett ähnlich. Deswegen wird es niemandem auffallen. Da werden wir uns hier verkleiden. So, mal sehen, ob das wirklich niemandem auffällt. Ah, doch, der Typ da drüben bemerkt das. Guckt aber nicht in unsere Richtung. Wir lenken den vielleicht mit einer Münze ab, oder? Mal sehen, ob das funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Scheiße. Das hat absolut die falsche abgelenkt. Ja, zum Glück haben wir noch ein, zwei Münzen. Also wir dürfen die da nicht ganz so weit rüber werfen. Sondern mehr so in die Richtung irgendwie. Ich schau mal, die ein bisschen dichter zu ihm zu werfen. Nope. Ah, mal sehen. Okay, da müssen wir halt warten, bis sie da hinten weggeht. Sonst hängen wir hier fest, weil wir gleich keine Münzen mehr haben. Mal sehen. Ich glaube, die hat da draußen nur ihre Pause, die Köchin, ne? Und geht dann bald wieder. Ja, jetzt geht sie.
Da kommt aber schon jemand anderes um die Ecke. Okay, dürfte weit genug weg sein. Wir probieren es nochmal. Damn. Okay. Die dritte Münze hat dann funktioniert. Oh fuck! Wir sind doch hinter ihm lang gelaufen, oder nicht? So, irgendwie müssen wir aber ins... Oh fuck, der kommt uns hinterher. Ins Café rein. Da hätten wir direkt da reingekonnt, glaube ich. Vorne ist auch noch jemand. Wie viele Leute sind denn jetzt hinter uns her? So, wir fliehen hier mal gerade. Ja, bin schon dabei, mich zu verstecken. So, geil. Oder auch nicht geil. Was haben wir hier im Bleirohr? Schraubenzieher suchen wir eigentlich noch. Mal sehen, vielleicht finden wir da sogar hier oben einen. Das wäre natürlich super praktisch. So, dürfen wir hier sein? Ja, wir dürfen. Perfekt. Hier nicht einen Schrank, nee, hier gibt es einen Ziegel, ne? So, wir gucken mal, ob wir hier sein dürfen. Ja, als Leibwächter dürfen wir sogar hier sein. Das ist natürlich super nice. Was gibt's denn hier? Ah, mehr Münzen. Also davon können wir jetzt natürlich ein paar gebrauchen. Ach, hier ist der Teppichmensch. Radio. Okay, gut. Hier wollen wir nicht hin. Die haben aufgehört, uns zu suchen. Das finde ich sehr sympathisch. Dann müssen wir jetzt also einen Schraubenschlüssel auftreiben. Dazu können für den Schraubenschlüssel können wir vielleicht die Werkstatt aufsuchen, diese kleine. Oh, was liegt denn hier? Ach, so ein Messer. Da finden wir vielleicht auch einen Schraubenzieher. Dreher, was auch immer. Ich weiß, wir haben beim letzten Mal einen gefunden. Ich weiß nur nicht mehr wo. Da drin ist auch jemand, der uns durchschauen würde. Entschuldigung. Was gibt's denn hier? Getränkedosen, okay. Und was gab's hier drüben? Achso, hier können wir als Kunde einfach untertauchen. So, da ist er. Excuse me. Is this going to take long? In a bit. Come back a little later and it should be in order. But I have a very important call to make. And I said, come back a little later. Fine. Aha, er will hier dieses Telefon also benutzen. Das heißt, wir müssen den Monteur hier irgendwie erledigen, sobald wir einen Schraubendreher haben. Den müssen wir uns also erstmal besorgen. Ich glaube, in dem... Hey, why can't I date your sister? She's gorgeous. Because it's my sister. Now she told me something. My bad. She said a Frenchman came to her shop. So, hier ist die Werkstatt. Ich hoffe, hier gibt es einen Schraubendreher. Nein, aber ein Schraubenschlüssel. So, wo ist der Wartungsraum, frage ich mich jetzt aber. Wir haben dem Techniker ja den Schlüssel zum Wartungsraum geklaut. Ich habe nur gar keinen Plan, wo der ist. Den hatten wir ja beim letzten Mal auch schon geklaut. Grand Design.
held. Take good care of the VIPs. No harm done. Wartungsraum ist ja hier in der Nähe. Ich weiß, wir sind auch schon mal an so einen verschlossenen Türen vorbeigekommen. Die Leibwächter hier durchschauen uns gar nicht, das finde ich sehr angenehm. Hi. Vielleicht können wir den anrempeln und dann geht er weg oder so. Ich habe keine Ahnung. Wartungsraum. Du bist ein Wahrsager und kein Wartungsraum. Ach, hier könnten wir das Licht des Wahrsagers ausschalten. Ah, okay. Das ist natürlich auch interessant. Ah, da vorne ist das der Wartungsraum. Nee. Es ist ein Laden. Das hier sieht aus wie der Wartungsraum. Ah ja, hier finden wir auch einen Schraubenschlüssel. Noch einen. Aber kein Schraubendreher. Ah, warum nicht? So, wisst ihr was? Wir versuchen mal, den Mechaniker anzurempeln. Und schauen mal, wie der reagiert. Jetzt habe ich ihr Handy runtergeworfen, ne? Oh, sorry. Tut mir leid. Achso, und da macht er einfach weiter mit seiner Arbeit. Also da brauche ich mal auch noch einen Plan. Wie wir den erledigen. So, wir müssen erstmal ins Shisha-Café reinkommen. Für Phase 1 unseres Plans. Und ich glaube, in diesem kleinen, am Hintereingang, oh, der ist hier, des Shisha-Cafés gibt es auch... wir haben keinen Schlüssel dafür. Und hier gucken definitiv viel zu viele Leute hin. Das heißt, wir müssen irgendwie außen rum oder wir gehen hier einfach frech durch den Eingang. Wir sind als Bodyguard verkleidet, das müsste nicht hinhauen. Verdammt. So, da ist der gute Mann. Wir wissen, der will zum Wahrsager, wir wissen, er möchte telefonieren. Und wir wissen, hier über das Dach kommen wir auch ins Shisha-Café. Ja, wir müssen nur aufs Dach kommen. Hi, Leute. Ja, das ist ja katastrophal einfach hier, wenn man erstmal im Bodyguard-Anzug ist. Mal sehen, vielleicht können wir hier auch irgendwas Wertvolles noch erbeuten. Wie zum Beispiel einen Schraubenschlüssel. Der ist ja ganz wichtig für unseren Plan, deswegen haben wir jetzt einfach mal drei davon. Da hinten wird uns auch einer durchschauen. Da sollten wir uns also nicht blicken lassen im Moment. Geht hier links runter. Ne, der guckt da nur. Das heißt aber, hier können wir uns umschauen. This must be the rooftop where Kong and Mandola plan to meet. Hi. Hi. Hier hinten gibt es aber blöderweise nichts, das wir brauchen. Und irgendwie bezweifle ich auch, dass es da vorne einen Schraubenzieher gibt. Ha, verdammt. Ja gut, dann müssen wir eben... erstmal zusehen, dass wir hier reinkommen. Ins Shisha-Café. Achso, können da gar nicht direkt runterspringen.
Schon. So, mega unauffällig alles. Mit der Winde, das hat ja beim letzten Mal auch nicht so richtig gut geklappt, ne? Da sollte ich noch mal herausfinden, wie das funktioniert, bei Gelegenheit. Oh, guck mal, Schraubenschlüssel und Kartengift. Also hier finden wir auf jeden Fall alles, was wir brauchen, um sämtliche Pläne hier im Shisha-Café durchzuziehen. Wir müssen nur aufpassen, da drüben ist ein Kellner, der uns durchschaut. Oder es ist Kong selbst. Scheiße. Hier ist auch abgeschlossen. Can I get you anything from the bar? No. Okay, just let me know if you need anything. Excuse me. Are you okay? Can I get you anything from the bar? Okay. Well, please let me know if you need anything. Der wird von einem Leibwächter verfolgt, der uns durchschaut. Ja, wie kriegen wir jetzt diese Tür hier auf? Keine Ahnung. Hi there, bodyguard. I love it so much. It's so vulgar. It's punk rush, my dear. Hey, what's up? Na, ja, alles gut. Ich suche einen Schlüssel. That's okay. Oh. Ach so, der Bodyguard da drüben war das. Tight security, man. Good to know. Hey, how you doing? Gut, gut, danke. So, wir machen das also aus. Verursachen hier ein wunderbares Gasleck. Und dann verkrümmen wir uns in eine Beobachtungsposition und wissen immer noch nicht, wie wir in diesen blöden Raum reinkommen. In dem sich mutmaßlich ein Schraubenzieher befindet. Also hier können wir erstmal kurz chillen, bis Kong tatsächlich vorbeikommt. Der raucht ja jetzt gerade noch seine Shisha. Mal sehen, haben wir bei den Informationen vielleicht irgendwie den wütenden Männer? Offenbar wurde der Ladenbesitzer gezwungen, sein Geschäft heute Abend zu verpachten. Das klingt sehr verdächtig. Der abergläubische Franzose ist der Wartungsraumschlüssel. Der Schlüssel zum Wartungsraum gehört einem Techniker. Ja, wo ist der Wartungsraum, Leute? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten müssen wir ja doch die verdorbenen Schnecken irgendwie in Angriff nehmen. Aber dazu müssten wir auch da hinten in diesen Raum reinkommen. Na, mal sehen, wenn wir hier für Panik sorgen, mit einer Explosion, dann wird vielleicht evakuiert. Und dann haben wir vielleicht eine Gelegenheit, da hinten den Raum zu knacken. So, Kong jetzt zurück auf dem Weg zu seiner Loge, zu seinem Abteil, wie auch immer man das hier nennt. Steht noch an der Bar, beschwert sich, dass seine Gäste nicht verdursten sollen. Und kommt schon rüber hier. So, jetzt wird's interessant. That is Kong Duoquang. What is that? What are you waiting for? Go see what it is. 10-4. Ja, was denn? Well, it doesn't seem like it was anything serious. Oh shit. Was haben die denn jetzt bemerkt gerade? Target down. Two objectives remaining. Jetzt haben wir es natürlich nicht gesehen, ne? Weil ich da von dem Loch weg bin. So, ein Unfall, den natürlich jeder mitbekommen hat. Die Leute haben auch Panik, ja. Aber nicht genug, um hier zu evakuieren, wie es aussieht. There's some bad shit going on here. You gotta leave. You gotta go.
Okay, we're clear. Aber wo bekommen wir einen Schlüssel her? Vielleicht hat er keiner einen dabei, ich weiß es nicht. Da hinten liegt ein Messer. Guckt aber keiner hin, oder? Wir versuchen es mal. Es guckt echt keiner in die Richtung gerade. Das ist ja krass. So, Ahmed ist krank. Das hört sich ja schrecklich an. So, scheiße. Doch, da. Ah, seht ihr? Ich wusste doch. Hier gibt es einen Schraubendreher. So, da müssen wir jetzt nur noch irgendwie den Techniker loswerden. Oh. Hier gäbe es eine Kellnerverkleidung. Die könnten wir eigentlich direkt schon benutzen, ne? Falls wir an den Schneckenstand wollen. Ich meine, wir machen jetzt hier die Tür auf. Informationen. Was für Informationen? Der wütende Vermieter. Dieser Vermieter ist wegen eines bestimmten Mieters offenbar ziemlich verärgert. Das könnte eine Chance sein, zu Kongs exklusiver Party im Shisha-Café eingeladen zu werden. Ich bin sicher, Ihnen fällt etwas ein. Ja, nee, brauchen wir nicht. Wir müssen irgendwie diesen Techniker loswerden. Können wir vielleicht den Schlüssel werfen, um ihn abzulenken? Nee, wir könnten Münzen werfen. Aber das lenkt den Typen ja auch nicht wirklich lange ab. Nee, rösten wollen wir hier niemanden. Eigentlich will ich nur, dass der Techniker hier verschwindet. Damit ich das Telefon manipulieren kann. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Echt gar kein Plan gerade. Weil es hier auch super belebt ist, ne? Also, irgendwie. Ich könnte mir dafür sorgen, dass diese Lampe anfängt zu flackern, dass er sich eher darum kümmert. Wir folgen mal dem Kabel. Vielleicht wäre das eine Idee. Ich weiß nicht, ob das Spiel sowas vorsieht. So einen relativ komplizierten Vorgang. Ist hier das Kabel zu Ende? Ja, da verschwindet es einfach in der Decke, ne? Können wir jetzt leider nicht weiter dem Kabel folgen. Also wenn es hier nicht irgendwie direkt einen Schalter gibt. Ah, hier, doch, da ist wieder das rote Kabel. Ausschalten, Straßenlampe. Ah. Hey, you! Was that you? Ich? Nein, nein. Ich hab damit nichts zu tun. Is he a friend of yours? I mean, what the hell's going on? Hey, excuse me, I'm talking to you. So, Junge, die Lampe ist aus. Unternimm mal was. Scheiße. Jetzt sind die immer noch hinter uns her. Ach, komm. Da drehen wir hier mal schnell eine Runde um den Block. Und hoffen, die damit abschütteln zu können. Wobei die KI, glaube ich, immer ganz genau weiß, wo wir uns gerade befinden, ne? So, der Techniker steht auch immer noch da direkt vor dem Telefon.
hatte ja gehofft, dass er sich darum kümmert irgendwie. Ja, natürlich, wenn ich es wiederfinde. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Und da ist es gefallen. Ah, okay, und er geht tatsächlich weg. Das heißt, wenn wir hier nicht auffliegen wollen, müssen wir ihn aber ausschalten, oder? Das Problem ist, da hinten, wie wir gemerkt haben, werden wir natürlich komplett bemerkt. Das heißt, wir müssen eigentlich die Gelegenheit nutzen, wenn zumindest der Soldat nicht da ist und so weiter und so fort. Ein bisschen schnell kurz zu schließen, auch wenn es total verdachterregend ist. So, und dann rennen wir schnell weg. Also da hinten, ne, wird man halt am Sicherungskasten erwischt. Jo, wir könnten den Techniker unterwegs grillen natürlich, das ginge. Allerdings, wenn man da einen Schalter betätigt, ne, die sind ja alle so offen. Wir müssen den Techniker aber wahrscheinlich loswerden, Leute, fällt mir dabei auf. Sonst lässt er nämlich Dingsbums gar nicht ans Telefon. Mendola. Ist natürlich Dingsbums in dem Fall. So, da hat es den Techniker erwischt. Ungünstig, dass wir ihn jetzt getötet haben, aber ließ sich irgendwie nicht vermeiden, ne? Hm. Wir müssen übrigens noch nach den Dokumenten suchen. So, wir lassen die mal in Ruhe zu Ende suchen. Dann schauen wir noch mal, was mit der Telefonzelle ist. Ich glaube, er geht jetzt in Richtung Telefonzelle, ne? Oh. Ja, ich denke auch, der ist schon längst weg, ne? Also die sind hier noch alarmiert. Wow, du schauen uns aber nicht, hätte ich gesagt. Mister, who are you? Hello? I'm really tired of your crap, Mister. Hm. Salam alaikum. Want a lamp? Was? Wie zum Kuckuck? Wie zum Kuckuck. So, okay, also das ist noch manipuliert auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es Mendola erwischt. Und da müssen wir uns um die Dokumente kümmern. Innerhalb des Shisha-Cafés müssten wir noch als Bodyguard uns bewegen können. So, da liegt eine Leiche immer noch.
Will die nicht mal jemand wegrollen? Ich hoffe, das hält ihn nicht davon ab, das Telefon zu benutzen. Doch, tut es. Ah, okay, gut, dann auf zum Schneckenstand. So, ich hoffe, das fällt nicht auf. Ne, tut's nicht. Wir sind ja keiner. Wir dürfen hier in fremden Essen rumrühren. So, okay, jetzt räumt hier jemand den guten Mann weg. Komm closer. Our colorful lamps are the best in Morocco. Come closer. Come closer. Our colorful lamps are the best in Morocco. So, wir können uns ja inzwischen mal um die Dokumente kümmern. Mandola ist ja noch eine Weile unterwegs, glaube ich. So, lassen die uns in dem Aufzug da hinten in die Nische rein? Ich glaube nicht, ne? So, okay. Damit sind wir hier drin so gut wie unsichtbar. Ja, hier stehen tatsächlich immer noch Leibwächter. Die Dokumente. Ach, scheiße, wo haben die die Leichen hingebracht? Wo habt ihr die Leichen hingebracht, Leute? I'm so sorry. Ja, sorry, ich auch. Wo haben die die Leichen hingebracht? Verdammt! Na gut, dann werden wir wenigstens dafür sorgen, dass wir mitbekommen, wo Mandolas Leiche hingebracht wird, damit wir an die Dokumente kommen. Die werden die Leichen wahrscheinlich, denke ich mir, auch dahin gebracht haben, wo sie die Leiche des Technikers hingebracht haben. Das heißt, wenn wir uns ein bisschen beeilt hätten, hätten wir die noch verfolgen können. Ich vermute nicht, dass die Leichen hier irgendwo liegen. So, die haben den Leichensack hier in die Richtung irgendwo gezerrt. Ich weiß nur nicht wohin. Ja, keine Ahnung. Leichensäcke verschwunden. So, dann werden wir jetzt, wie gesagt, am Mandola einfach dranbleiben. Wir machen das heute noch zu Ende in der Folge auf jeden Fall, ne? Wenn Mandola jetzt nicht krass rumbummelt, sollte er es auch hinhauen. Komm schon, Junge, geh ein paar Schnecken essen. Steh da nicht so rum. Leckere Schnecken, ja. Hunger, Hunger, Hunger. Hast du Hunger? Ja, er hat Hunger. So, da sollten wir uns in irgendeine dunkle Ecke verkrümmeln. Huh? Targets down. One objective remaining. Okay, schaffen Sie die Dokumente? Ja, die sind jetzt tatsächlich da gedroppt.
Mein Gott, was ist da los? Ich nutze die Dokumente. Now head towards an exit. So, und jetzt verkrümeln wir uns. Ja, das mit dem Techniker hier irgendwie nicht so geil. Ja, man sieht es tatsächlich ganz gut. Man müsste hier diesen Vorhang irgendwie schließen können, um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Keine Ahnung. So, wir gehen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das beim nächsten Mal erledigen. Also mit dem Telefon, das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Mendola so erledigen. So, Einkaufsbonge haben wir, ungeladenen Gast in den Anzug, Treffen auf dem Dach. Ein schneckliches Ende. Ein schneckliches Ende ist irgendwie mein Lieblingsachievement, glaube ich. So, das war's für heute, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja, nicht Zielkills. Zwei hatten wir sogar. Wo hatten wir denn zwei? Wir haben den Mechaniker getötet. Jo, und das zweite? Kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Weiß ich nicht. Das war's für heute auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal sind ein paar Eskalationen dran. Dann machen wir wieder das Ding in Sapienza und dann ist wieder diese Mission dran. Also mal schauen. Könnte spannend werden. Wir lassen uns da überraschen, wie die Eskalationen werden, welche da zuerst dran ist. Mal schauen. Macht's gut und bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao!